Ein erstes Grundbeispiel zu den Grenzwerten. Betrachten wir die Funktion f von x gleich x, die durch diese grüne Gerade dargestellt wird, mit kartesischer Gleichung y gleich x. Für alle geraden Punkte gilt also, dass die Ordinate dasselbe ist wie die Abszisse. Für diesen Grafikpunkt hier ist die Abszisse a, also muss die Ordinate ebenfalls a sein. Und in der Zeichnung ist deutlich zu erkennen, je dichter x bei a liegt, desto dichter liegt f von x bei dieser Zahl a, was also heißt, der Grenzwert von x, wenn x gegen a strebt, das ist diese Zahl a. Übrigens, diesen Grenzwert kann man anhand der Definition sehr schön überprüfen. Für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie klein die ist, sind wir fähig, eine streng positive Zahl r zu wählen. Hier können wir als r-Wert genau diesen s-Wert übernehmen für diese besondere Funktion. Und das auch noch, ganz egal, wo diese Zahl a sich befindet. Das geht auch in den negativen Bereich. Es funktioniert. Das war ein erstes Grundbeispiel. Jetzt ein zweites Grundbeispiel. Wir nehmen hier die Funktion f von x gleich eine konstante Zahl. Also der Graph ist eine horizontale Gerade, die durch den Punkt 0, c geht. Lesen wir jetzt in der Zeichnung ab. Je dichter x bei a liegt, desto dichter liegt f von x bei c. Ganz egal, wie klein die Zahl klein s ist, wir werden immer fähig sein, eine Zahl r zu bestimmen. Normalerweise heißt es, es genügt, die klein genug zu wählen, aber hier kann man egal welchen r-Wert wählen, denn all diese Zahlen haben selbstverständlich ihr Bild in dieser Umgebung, denn das Bild von all den Zahlen ist ja die Zahl c. Also ganz egal wie klein s ist, jede Zahl r ist recht. Und das wieder ganz egal, wo diese Zahl a liegt. Also können wir hier schlussfolgern, dass der Grenzwert einer konstanten Zahl, wenn x gegen a strebt, diese konstante Zahl ist. Wir sagen, der Grenzwert einer Konstanten ist diese Konstante. Jetzt noch eine wichtige Bemerkung zu den Grenzwerten. Damit es überhaupt Sinn macht, einen Grenzwert in der Nähe einer Zahl a zu berechnen, muss die Funktion in der Nähe von a definiert sein. Das heißt, wenn wir den Grenzwert der Funktion suchen, wenn x gegen a strebt, dann müssen die dichten Nachbarn von a zumindest ein Bild durch diese Funktion haben. Hier ist das auch der Fall. Wir können gucken, was macht f von x, wenn x sich der Zahl a immer mehr nähert. Aber wenn die Zahl a im negativen Bereich liegt, dann ergibt das keinen Sinn, denn die Funktion ist in der Nähe von a ja gar nicht definiert. Deshalb ist es wichtig, zuerst einmal den Definitionsbereich der Funktion festzulegen, um zu sehen, ob die dichten Nachbarn von a durch diese Funktion ein Bild haben. Wenn das nicht der Fall ist und wir sollen hier einen Grenzwert berechnen, wenn x gegen a strebt, dann sagen wir als Antwort einfach, dieser Grenzwert ergibt keinen Sinn, weil alle dichten Nachbarn von a durch diese Funktion kein Bild haben.